Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein Video von Hip-Hop-Content an. Und zwar wurde mir vor 17 Stunden ein Video vorgeschlagen, beziehungsweise es kam vor 17 Stunden raus. Travis Scotts 8 Millionen Dollar Car Collection. Wir sehen hier Travis Scott vor einer G-Klasse Landaulet stehen mit den Ford Giotto X Cactus Jack Felgen, die ich eigentlich auch gerne auf meinen Range Rover gemacht hätte, die aber in Deutschland angeblich nicht zugelassen sind, weil sie komplett verschlossen sind, und deswegen hat das Ganze dann nicht geklappt und ich habe mich einfach für die 22 Zoll Felgen von Range Rover entschieden. Ja, das ist die Story. Wir schauen jetzt aber, was Travis da in seiner Sammlung hat. Ich habe schon mal im Stream ein Video geguckt, wofür Travis Scott sein Geld ausgibt. Ich denke, vielleicht werden sich ein, zwei Autos überschneiden. Ich bin sehr gespannt. By the way, fällt hier natürlich auf, Lil Uzi mit seiner 2 Millionen Dollar Car Collection, dass er auch, also ist zwar nicht komplett gleich und die Motorhaube ist bei ihm schwarz und so, aber dieses Olivgrün, er hat es zwar in matt, ich in glänzend, aber es sind schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall da. Sehr nice. Let's go. Travis Scott's 8 Million Dollar Car Collection. Travis Scott has had an incredible few years. 8 Millionen Dollar kann man, by the way, auch mal machen. After the 2018 release of his mega-hit album Astroworld, the already popular rapper was... Ach, stimmt. Travis Scott ist der Typ von Fortnite. Ich dachte die ganze Zeit, woher kenne ich den eigentlich? Ach, und von... Hier von McDonald's natürlich auch. Superstar status. Since then, the rapper has been one of the most in-demand features on hip-hop tracks, started his own fashion line, grown his label Cactus Jack, and even collaborated on a custom meal for McDonald's. All of that success surely comes with pretty significant checks attached to it. And the 28... Sicko Mode, einfach mein Lieblingslied von Travis, seitdem kenne ich den. The 20-year-old rapper is making sure the world knows it. Scott is often seen decked out in expensive brands like Gucci and Louis. Teure Brands wie Gucci und Louis Vuitton gehören in Travis Scotts Kleiderschrank. And in exotic locations with his. By the way, wie wir gestern auf dem Hauptkanal gesehen haben, auch diverse teure Uhren, ne? Long time on again off again girlfriend Kylie Jenner. However, perhaps the most obvious indicator. Ich hab auch gedacht, das wäre jetzt off, weil Kylie sich mit diesem Fei shooten lassen hat in Paris, wie er seine Arme um sie legt. Aber jetzt hat sie dann wieder ein Foto mit Travis gepostet, wie er seine Arme um sie legt. No. Interessant. Creator of Scott's wealth is his extensive and rare collection of cars. The rapper has a plethora of cars. Goldener Huracan. Ranging from standard but highly customized vehicles to some of the rarest cars currently. Oh, dass er ein Chiron hat, wusste ich aber auch nicht. In existence. 3 Mios oder so kostet er, ne? Overall, the collection is thought to be worth well over $8 million, which makes sense, since the rapper's current net worth is estimated at $45 million. Before we get started. Ja. Wenn du 45 Mios hast, dann kannst du dir auch für 8 Mio Autos leisten, die wahrscheinlich sogar noch ihren Wert erhalten wie Gefängnisinsassen. Ja. Now here's a look at Travis. Doch, den Ausblick habe ich auch. This is crazy car collection. Number 8, a Toyota MR2. The first car up on this list is not necessarily special at first glance. The okay. Toyota MR2, pulled out of the hood, Toyota drove back to the hood Lambo. Also known as the Spider, is a relatively common two-seat sports car that was produced by Toyota in 1984 to 2007. A used Spider, depending on its condition and model year, typically ranges from about $12,000 to $34,000. So why is a mid-level sports car on a list alongside cars worth well over $3 million each? Because this Toyota MR hat wahrscheinlich einen emotionalen Wert auf jeden Fall. Two has been specially customized and played a huge role in the advertisement for Scott. Gut, also das hier könnte auch auf Gallery Department angelehnt sein mit Malerspritzern. Es könnte halt aber auch Vogelscheiße sein. Da sind sich die Leute noch nicht einig. Das Album Bird in the Trap Sing McKnight. Though the car itself is nothing special, sources indicate that Travis still owns the car, maybe for sentimental purposes. Safe, das meinte ich ja. Number 7, a Range Rover. A well-known fact about Travis Scott is ein Range Rover Vogue. His obsession with, also den ganz, ganz großen. With 90s media, brands and aesthetics. So it's no surprise that many of Scott's collaborations. Das war ein nice Interview.
center around brands that may have been significant to him in his childhood. In 2019, the rapper partnered with the cereal Reese's Puff to design a Cactus Jack-inspired box. After the collaboration, Scott celebrated by adding a custom Range Rover autobiography to his... Ah, okay, der Autobiografie. Ist ja aber halt der Range Rover sozusagen, also der größte. Der noch größer ist als der Sport, also ich habe den Sport. Kann man so vergleichen mit so einer S-Klasse Long-Version, sage ich mal. Ist jetzt nichts, wenn du 22 bist, aber hat halt mehr Komfort sozusagen. Trotzdem würde, glaube ich, meiner den abziehen. Collection of cars. While the Range Rover is already known as a luxury SUV, Und der hat hier vorne sogar noch, das habe ich auch überlegt, jetzt no joke bei mir, er hat hier Cactus Jack drin stehen. Ich hatte überlegt, da Peso Rover reinzuschreiben, musst du halt so custom anfertigen lassen. Wäre das nice oder wäre das zu viel, wenn statt Land Rover Peso Rover da steht? The autobiography is touted as an even more elite model of the car, sporting a longer body, improved space in the passenger seats, and additional flair, like a solid wood steering wheel. But of course, Scott had to ensure that his autobiography stood out. Scott had the vehicle Ja, das meinte ich. Einfach Cactus Jack. Extensively customized. But the most noticeable change was the distinct wrap. A chocolate brown color that nicely matched the chocolate shade. Ich weiß nicht, ob ich mein Auto braun machen würde. Es sieht aber eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und auch bei dem Aventador. Das sieht ein bisschen rötlich aus. ...of his favorite cereal, Reese's Puffs. On top of that... Hat er das wirklich deswegen gemacht? Ich glaube, der hat vorher auch schon alles braun gemacht. He outfitted the ride with $1,000 Forgiato rims, basically making it look like my dream car in Midnight Club 3. All in all, it's projected that das sieht schon wild aus. Scott's customization could have brought the vehicle's cumulative worth to over $200,000. Number 6, a Ferrari LaFerrari. Travis and Kylie's on-again, off-again relationship has resulted in a few mutually shared assets, including their daughter Stormy. But one of their most exotic shared possessions is the Ferrari LaFerrari. Though the name might sound redundant, nothing das ist wirklich geistkrank. About this car is ordinary. Kennen wir auch aus dem Prinz Markus, ich kaufe mir ein neues Autovideo, ne? The car starts at $1.4 million on the market. The vehicle was actually a gift to Kylie from Travis. Aber die teilen sich den oder was? Auf Share Now angelehnt, sag ich mal. But the rapper has been spotted driving the sports car around LA several times. Oder der hat sich auch eingeholt. And can you blame him? My girlfriend got the same LaFerrari as me. Car has a 6.3-liter V12 engine, capable of reaching a whopping 963 horsepower, and can reach up to a top speed of 217 miles per hour. Das ist krass. Number 5, a Ferrari 488. It seems like Travis might have a thing for Ferraris, considering how many he has in his collection. The rapper added a Ferrari 488 to his collection. Ist auch nice, aber ich muss, ja gut, La Ferrari kannst du jetzt ja auch nicht jeden Tag fahren. In early 2016, while the car typically comes in black, white or red, Scott opted for a more unique style and had the vehicle custom painted to a distinct shade of burnt orange. Orange? Okay. Even though this car came way before the collaboration, ich habe nie gesehen einen orangenen Ferrari. All for the price of just $330,000. 330k kostet der. Okay. So a word of advice to the wise: if you're ever considering challenging Travis Scott to a street race, don't. Number 4, a Mercedes-Maybach G650. The Maybach has been a favorite amongst rappers for years. Even spawning a plethora of songs about them, such as Rick Ross's famous hit Mercy. But like almost every other vehicle on this list, Travis Scott was not content having a standard G-Klasse, wo du so hinten drin sitzen kannst und das Dach aufmachen. Luxury vehicle. In 2019, Scott purchased a Mercedes-Maybach G650, one of the rarest Maybachs on the market. Not only are there only 99 of these in existence, okay, 99 Stück ist noch mal krasser als der LaFerrari. Alter. They are not officially available in the United States, meaning that Scott had to have the right connections to get his hands on one. He did this through Dr. Bugatti, an exotic car dealer who specializes in imports. The G650, which costs about $1.5 million for the base model, originally arrived to Travis with an all-white finish and a auch geil. Such as solid silver champagne flutes and massage chairs. But the rapper still quickly got to customizing it. He had the vehicle wrapped in a matte brown that matches his matte brown. Und in schwarz hat er den aber jetzt gerade, schwarz glänzend.
Oh, die schöne IC80. Range Rover. Added custom rims and adjusted the suspension. All things considered. Jetzt stimmt, jetzt, das ist ja immer noch der gleiche. Jetzt hat er ja die Forgiatos drauf. And other than Travis, the only rapper who has one is none other than Drake. Number 3, a Lamborghini Aventador. Ja. If there's any cars... Ja, eben noch von Beeps in the Trap geredet. Und den hat er ja bei... West... Wie heißt die Nummer? Irgendwas mit Customs. Spoken about by rappers more... Westside Customs? Nee. Boah, mir liegt es auf der Zunge. Die kann man auch... West Coast Customs. Genau. More often than the Maybach. Wichtig. It might be the Lamborghini. And recently, the Lamborghini Aventador has taken the spotlight as one of the most popular and sought-out models from the Italian car brand. The Aventador is moderately priced compared to some of the other vehicles on this list, selling for just under $500,000. And while the purchase of the car means that Scott is now amongst the rank of other rappers, like Lil Uzi Vert, who also owns the vehicle. Ich finde, weiße Felgen sehen sogar wild drauf aus. Scott continued his customization spree by turning to the famous LA-based body shop, West Coast Custom, who wrapped his Lamborghini Aventador SV in a Der hat sogar ein Abholvideo davon gemacht. Ja, Mann. Matte brown wrap, which matches the color of both his Range Rover Ganz krass. And Maybach. Talk about keeping the brand consistent. Aber Maybach haben die gar nicht drüber geredet, dass er jetzt aussieht wie auf dem Thumbnail. Ja. Number 2, a Lamborghini Huracan. Though this list might make you believe otherwise, not every single vehicle that Travis owns is wrapped in his infamous chocolate brown matte. In fact, in 2018, Travis just... Was war das, by the way, Leute, für ein lustiger Zufall, wollte ich mal kurz anmerken. Ich habe mein Bild gepostet mit meinen Autos und einfach 14 Stunden später oder so hat Travis auch eins gepostet und die Caption war Sonic Youth. Da hat er sich mit Spoiled aber verschrieben. Nee, aber es ist wirklich nice. Also natürlich kann ich da nicht mithalten. Aber ein nicer Zufall ist es schon. Das habe ich sogar in meine Story gepostet und da haben so Leute gesagt, du denkst doch nicht echt, dass Travis dir nachmacht. Nein, natürlich nicht. Aber es wäre ein nicer Zufall. Anstatt dass Leute aber sagen, ja, es ist wirklich ein nicer Zufall. Immer direkt das Negative sehen. Aber ja, Sportwagen und SUV, wichtig. Army-Farben. Decided to shake it up completely when he purchased... Just his Lamborghini Huracan. The Huracan, which retails for about $320,000, sports a. Ich muss sagen, ich würde lieber. Natürlich jetzt der Aventador hat einen höheren Wert und so, aber zum alltäglichen Fahren glaube ich, ist ein Huracan auf jeden Fall ausreichend. 602 horsepower engine with a top speed of 202 miles per hour. The car also features a V10 engine. And so nice, wirklich. And touch Huracan Evo. Green informational screens on the. Ich glaube, ich würde lieber ein Lambo fahren als ein Ferrari. Jetzt so für mich. Ich bin mit McLaren 100% zufrieden, weil der, ich sage mal so, es gäbe für mich nur noch die Steigerung von 570S auf 600 LT. So, weil ich finde die Front einfach schöner als vom 720S. Aber ja, das kann man ja noch mal irgendwann gucken. Car's interior. For Scott's, however, the biggest appeal was customizing the exterior of the vehicle. Seeing the opportunity to shout out one of his favorite fashion brands, Scott had the car custom wrapped with a subtle Bape-inspired purple cam. Aber damit fährt er ja, also das hat er glaube ich einmal für einen Tag drauf gemacht, oder fährt er so? Camouflage. The colorful car looks more like something that a rapper like Lil Uzi Vert might drive, but Scott seems to be very happy. Ach krass. With the vehicle, especially since it means he has a matching Ventador and Huracan set. And number 1, a Bugatti Chiron. By far the most expensive car in Travis's entire collection, the Bugatti Chiron is a spectacle. Das wäre geisteskrank, wenn er den irgendwie so weiß gemacht hätte und die blauen Akzente braun. Boah, oder andersrum. To behold, a successor to the brand's already extremely popular and rare Bugatti Veyron. Das wäre komplett geisteskrank für seine Car Collection, wenn er sowas customizen würde. Aber ich glaube, dafür brauchst du richtige Balls. On, the Chiron sells wie diesen Hermes Chiron oder so, das ist auch krass. For a whopping $3 million minimum. There are only 500 of the Chirons ever made. And Scott is one of 200 people who already have purchased the vehicle. Scott purchased the vehicle for himself as a present. Einfach mal mit Nike Schlappen so Badelatschen in einen Chiron steigen. On his 28th birthday, the vehicle features a fully blacked out design with black gloss paint and fully tinted windows. As for its performance specs, the car literally ranks as the fastest car currently on the market.
The Bugatti Chiron becomes the first car to clock in at over 300 miles per hour, after it recorded a top speed of 304.77 miles per hour. If his next album is as successful as Astroworld, you can be prepared for a few more additions to this amazing collection. Ich bin auch gespannt, was da noch dazu kommt, wenn Utopia draußen ist. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne ein Like da. Ich fand's sehr interessant. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein.